Die Botanischen Gärten und Naturmuseen von der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Und hinter jedem steckt eine einzigartige Geschichte, zum Teil so fantastisch, dass man es kaum glauben kann. Entscheidet ist die folgende Geschichte wahr oder frei erfunden? Herzlich willkommen in der erdwissenschaftlichen Sammlung des Naturmuseum Winterthur. In unserer erdwissenschaftlichen Sammlung haben wir natürlich Mineralien und Gesteine, aber auch Versteinerungen. So wie diese Fossilien da von Winterthur. Die stammen aus einem Sandsteinbruch von Felten einem heutigen Stadtteil von Winterthur. Vor 15 Millionen Jahren haben z Winterthur Mastodonten oder Urelefanten gelebt, Antilopen und auch riesige Schildkrotten. Und es hat auch ein Raubtier gegeben, ein Urraubtier. Der sogenannte Hyenolurus oder Hyänetiger. Diesen Fund, den ich hier zeigen möchte, hat man vor 160 Jahren gemacht. Und man hat einen halben Oberkiefer, das ist der, und einen halben Unterkiefer gefunden. Und den zeigen wir bei uns in der Ausstellung. Der damalige Verwalter der Sammlung und Gimmilehrer, professor Dr. Biedermann, hat den Fund untersucht und die Zähne angeschaut und hat gesehen, dass man bis jetzt Weder zur Wintertour noch sonst noch etwas Ähnliches gefunden hat. Er hat darum dem Tier einen Namen geben. Er hat die Zähne angeschaut und hat gesehen, dass die vergleichbar sind mit einem Tiger, aber sogar viel grösser, von der Form her, aber doch auch Ähnlichkeiten mit einer Hyäne haben. Und so hat er das Tier einfach Hyänetiger genannt. Ein wissenschaftlicher Name hat immer zwei Teile. Und der Zusatz hat er dann zu Ehre vom damaligen Stadtpräsidenten Dr. Johann Jakob Sulzer gewählt. So hat er einen Sulzers tiger genannt. Der Dr. Johann Jakob Sulzer ist maßgeblich beteiligt dabei, dass der Fund überhaupt gemacht werden, weil nämlich das Abbau vom Sandstein ein bisschen in stocken geraten ist, Bibliothek und die Sammlung beschlossen, dass sie den Steinbruch aufkaufen, und zwar nur zum Zweck, um die Fossilien zu gewinnen. Und mit Hilfe des Stadtpräsidenten ist das dann auch gelungen, und sie haben eben bedeutende Funde machen, wie das Stück da? Man hat heute natürlich auch an anderen Orten auf der Welt noch Teil von so einem Hyänetiger gefunden und hat gesehen, dass das gar nicht so ein riesiges Raubtier war, wie Dr. Biedermann ursprünglich gemeint hat. Man hat aber gesehen, dass er einfach einen riesigen Kopf hat im Vergleich zu seinem Körper. Die Frage ist jetzt aber immer noch, hat der den Hyäne tiger 20 tatsächlich gegeben? Oder habe ich die Geschichte nur erfunden? Rätselt mit und entdeckt weitere unglaubliche Geschichten auf fantasticstories.ch und besucht uns am Tag der naturhistorischen Sammlungen.